Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein. Wie der Name schon sagt, geht es hier um dein Menschsein. Denn alles in deinem Leben steht und fällt mit dir, weil du der wichtigste Mensch darin bist. Mein Name ist Kim Sternemann. Ich bin Coach, Yoga-Lehrerin und Gründerin der Akademie Menschsein. Mein Podcast dient dir als Muckibude für dein Bewusstsein und dein ganz persönliches inneres Wachstum. Hallo du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und an dieser Stelle wünsche ich dir auch erst einmal ein frohes neues Jahr. 2021 ist dran. Ich kann es ehrlich gesagt selbst kaum glauben. 2020 ist vorbei und mal gucken, was dieses Jahr so auf uns zukommt. Ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du trotz der Umstände einen ganz spannenden und vielleicht auch inneren Jahreswechsel hattest, du dir nochmal die Zeit nehmen konntest, dich mit dir auseinanderzusetzen. Ich hatte auf jeden Fall eine ganz angenehme Silvesternacht und bin voller Vorfreude in das Jahr 2021 gestartet, weil am 4. Januar hat ja mein erster Online-Kurs Gefühlsecht angstfrei lieben und leben begonnen und morgen ist schon der dritte Tag. Ich kann es kaum glauben. Ich bin mega überwältigt von den Teilnahmen, aber auch von dem guten Gefühl, was mich eigentlich bei dieser Arbeit irgendwie begleitet. Und ich freue mich einfach. Ich bin sehr happy darüber, dass ich den Mut hatte, genau diesen Schritt auch zu gehen. Und die heutige Podcast-Folge soll einfach eine kleine Meditation für dich sein, um dich nochmal so ein bisschen mit durch dein Jahr zu nehmen, um zu gucken, was ist 2021 dran, ganz egal, was um dich herum passiert, du hast ja jederzeit auch die Möglichkeit, einfach so von innen heraus zu arbeiten und dich einfach innerlich auszurichten und zu gucken, wo stehe ich jetzt gerade, wo möchte ich vielleicht hin, was kann ich an innerer Arbeit leisten, um mich auszurichten, um mich zu sortieren und um mir den nächsten Schritt einfach zu ermöglichen. Und wenn es gerade vielleicht gar nicht um den nächsten Schritt geht, sondern einfach nur darum, um wirklich zu sein, dann sollte ich auch dabei diese Meditation wirklich unterstützen. Denn manchmal geht es nicht immer darum, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, sondern einfach auch für einen Moment stehen zu bleiben, mal zurückzublicken, mal um dich zu schauen und zu bemerken, dass in den meisten Fällen eigentlich immer alles gut ist, so wie es ist. Dass in den meisten Fällen wir so viel mehr haben, als wir glauben zu haben, so viel mehr geben können, als wir glauben geben zu können und so viel mehr bekommen, als wir glauben zu bekommen. Und 2020 war herausfordernd, sehr neu, sehr beängstigend teilweise auch. Aber selbst wenn das so weitergehen würde, gibt es ja immer noch eine innere Kraft in dir. Etwas, das dich dabei unterstützt, dir und deinem Leben eine Richtung zu geben. Von daher lade ich dich ganz herzlich ein zu dieser Neujahrsmeditation und ich bitte dich an dieser Stelle, dich hinzusetzen. Falls das Sitzen für dich natürlich nicht möglich ist aus irgendwelchen körperlichen Einschränkungen, darfst du dich natürlich auch hinlegen. Ansonsten würde ich dich heute wirklich einfach bitten, das Ganze im Sitzen mal zu tun und nicht einzuschlafen, sondern in so eine ganz sanfte Aufgerichtetheit zu finden und deine Augen ab jetzt für einen Moment zu schließen. Atme über deine Nase ein und über deinen Mund gerne aus. Tu das nochmal, atme ein und aus. Nochmal ein und aus. Und erlaube dir jetzt, ganz bei dir anzukommen.
Deine Augen sind geschlossen, dein Gesicht darf sich entspannen, deine gesamte Kopfhaut darf sich entspannen. Du bist jetzt hier in diesem Moment. Es ist der 5. Januar und ein ganzes Jahr steht noch vor dir. 360 Tage, an denen du eine neue Geschichte schreiben kannst. Du wirst auch dieses Jahr 12 Monate erleben, 4 Jahreszeiten, verschiedene innere und äußere Stimmungen. Du wirst dich auch in diesem Jahr ein bisschen mehr finden, ein bisschen mehr verlieren. Du wirst nach Antworten suchen und vielleicht Lösungen finden. Du kannst auch in diesem Jahr Fragen stellen, dich nach innen orientieren oder nach außen ausrichten. Du bekommst auch in diesem Jahr, in den nächsten 360 Tagen, die Möglichkeit, jeden Tag eine neue Geschichte zu schreiben. Das, was war, hat dein Leben natürlich geprägt. Aber es muss es nicht bestimmen. Das, was kommt, ist in den größten Teilen ungewiss. Und doch hast du die Möglichkeit, von innen heraus dir, deinem Geist und deinen Gefühlen eine Richtung zu geben. Es ist Januar, der Beginn von 2021. Was soll sein? Was will gelebt werden? Was will erfahren werden? Was willst du nicht mehr? Was kannst du loslassen? Was darf dein Leben in Liebe verlassen? Es ist Februar, der 2. Monat in diesem Jahr. Was darf sich im Februar zeigen? Was will erfahren werden? Was will da sein dürfen? Was will bleiben und was will gehen? Es ist März, der 3. Monat in diesem Jahr. Das 1. Quartal ist fast vorbei. Was hast du bis hierher für dich entfaltet? Was hat sich bis hierher in deinem Leben vielleicht verändert? Was hat sich bis hierher vielleicht überhaupt gar nicht verändert? Wem oder was hast du bis hierher eine 100%ige Daseinsberechtigung einmal zugesprochen? Was ist bis hierher in deinem Leben wirklich schön gewesen? Und ganz langsam beginnt der April. Ganz langsam beginnt sich
alles, was im Verborgenen gearbeitet hat, nach außen zu wandeln und die Natur beginnt, aus ihrem Winterschlaf richtig zu erwachen. Was darf hier im April sein? Was ist der Impuls, dem du nachgehst? Ruft dich dein Leben hier? Und wenn ja, wohin? Was hast du losgelassen? Und was soll ganz unbedingt in deinem Leben bleiben? Und dann, ganz plötzlich, ist es Mai. Und du bemerkst, es geht vom Frühling so ganz langsam in Richtung Sommer. Was soll hier in dem Monat Mai geschehen? Was geschieht, wenn diese anfängliche Kraft im April nach außen tritt und mehr sich Richtung Sonne neigt? Wenn alles Leben beginnt, sich im Außen wieder zu entfalten, wenn die Natur in ihre Kraft tritt, wenn die Temperatur sich verändert und das Leben wieder beginnt, so ganz langsam draußen stattzufinden. Und über den Mai gerätst du ganz langsam in den Juni. Und das zweite Quartal neigt sich hier dem Ende zu. Es wird immer wärmer. Es wird heller, der Sommer fängt an zu beginnen. Was darf bis hierher in deinem Leben geschehen sein? Was hat sich verändert? Was hat sich nicht verändert? Was darf bleiben und was darf gehen? Und bist du noch mit dem natürlichen Fluss des Lebens verbunden? Kannst du den Tanz, den das Leben vorgibt, mittanzen? Und ganz langsam ist es Juli. Und das dritte Quartal beginnt. Es ist warm. Du bist gerne draußen. Die Lust zu verreisen ist vielleicht ganz präsent hier. Was darf hier in deinem Sommer, in deinem Juli sein? Was soll sein, was soll sich zeigen? Was darf geschehen? Und von dem Juli gehst du in den August hinein. Der Sommer in seiner ganzen Größe. Was geschieht hier im August für dich? Was ist ein Teil deines Sommers, ein Teil deines Lebens bis hierher? 8 Monate von 2021 sind bereits vergangen. Wie im Nu. Und wenn du so weiter mit deinen Gedanken durch dieses Jahr ziehst, so endet auch der August und wir finden uns im September wieder, der 9. Monat des Jahres. Wow! Was ist bis hierher denn alles geschehen? Und wieder wandelt sich die Natur. Und wie viel sich bis hierher generell gewandelt hat. Bist du mitgegangen? Hast du dich bis in den September mitgedreht? Und aus dem September kommst du in den Oktober. Und das letzte Quartal in 2021 beginnt.
Und im Oktober merkst du, dass der Herbst einzieht. Die Natur wandelt sich. Und die Energie, die es über den Sommer nach außen getrieben hat, kehrt sich nach innen zurück. Was darf hier im Oktober sein? Was will gelebt werden und entfaltet? Wer willst du sein? Wo stehst du? Wer ist bei dir? Was darf bleiben und was darf gehen? Und aus dem Oktober wanderst du weiter in den November. Und aus dem Herbst wird so ganz langsam ein Winter. Es ist November. Was zeigt sich hier im November? Was soll sein? Was darf bleiben? Was darf gehen? Was kannst du hier für dich erkennen? Und über den November gehst du in den Dezember. Wow, der letzte Monat diesen Jahres. Was in einem Jahr alles geschehen kann. Was sich wandelt, entfaltet, geht und kommt. Was bleibt, was festhält und was loslässt. Und natürlich musst du nicht wissen, was in jedem einzelnen Monat geschieht. Du sollst vielmehr erkennen, wie viel Zeit du wirklich hast. Wie mächtig ein einzelner Tag in einem ganzen Jahr sein kann. Wie viel in einem Monat passieren kann. Wie viel in einer Woche geschieht. Wie vieles sich an einem Tag drehen kann. Dies ist dein Leben. Es geht hier um dich. Dies ist dein Jahr. Es ist dein Monat, deine Woche, dein Tag. Du gibst all dem mehr Leben, mehr Sein. Einzig und alleine, weil du bist. Und wenn du so dein Jahr vor dir siehst, wow, was kann dir da wirklich passieren? Du hast Zeit. Du hast Zeit, um alle Erfahrungen zu machen, die du machen musst. Und so atme tief ein und tief aus. Gib dir ein bisschen Raum, um deinen eigenen Atem zu spüren. Atme nochmal ein und aus. Du bist immer jetzt, ganz gleich, worin du dich verlierst. Du bist immer jetzt und es ist immer jetzt. Und so leg deine Hände auf deine geschlossenen Augen und lass es für einen Moment vollständig dunkel werden. Und wenn ich von 3 bis 1 zurückzähle, öffnest du ganz langsam deine Augen. 3. 2, 1. Willkommen im Hier und Jetzt. Willkommen in einem neuen
jetzt. Bis dahin, du wunderbarer Mensch, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.